Hey. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. So? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Vielleicht sollte ich mich auch mal mit ihm unterhalten. Ich bin mir sicher, danach behauptet er genau das Gegenteil. Jetzt hör mal zu. Du bewegst jetzt deinen Arsch hier weg, bevor ich mich vergesse. Ich glaub gar nicht, dass das alles ist. Ah. Was mit dir? Hey, du. Huhne wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Ich hätte das nicht gemacht. Du arbeitest doch für Huhne, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. Warte mal. Weißt du, was Esteban mit dir macht, wenn er erfährt, dass du Huhne deckst? Mann, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nichts mit der Sache zu tun. Hey, du. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder es gibt ein paar aufs Maul, Paul? Nur weil du für den Boss arbeitest, kannst du noch lange nicht so mit mir umspringen. Ich kann. Mach keinen Scheiß. Paul? Alles, was ich weiß, ist, dass Huhne nicht gut auf Esteban zu sprechen ist. Dauernd liegt er mir in den Ohren über diesen Esteban, dass er ihm sein Geschäft versaut und so. Ich habe nur zugehört und nie was gesagt. Ganz bestimmt, siehst du? War doch gar nicht so schlimm. Aufs Maul, Paul. Der war nicht schlecht. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem Alten... Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Immer wieder das Gleiche. Was soll das werden, hm? Ja, ich will mit dem Attentäter gemeinsam eine Sache machen oder wir müssten ihn jetzt an den Pranger liefern. Also unser endgültiges Ziel ist ja wirklich, jeden, der uns im Weg steht und jeder, der versucht, in den Tempel zu kommen, umzubringen. Naja, eigentlich müssten wir wahrscheinlich nur Raven töten. Aber es würde die Sache einfacher machen, wenn er weniger Wachen hat und weniger Handlanger. Also es wäre schon ganz schick, wenn Esteban nicht mehr da wäre. Immer wieder das. Das heißt, das da. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Schon geschehen. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Warte mal, ich habe da schon was. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Okay. Ich werde mich da nicht einmischen. Also ist Snuff doch irgendwie dahinter. Hm. Der müsste aber Logan das Ganze beobachtet haben. Mal gucken. Und es wäre echt nett, wenn du die Leiche da wegräumen könntest. Nichts zu plündern. Huhne schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Okay. Also hat Snuff nur indirekt damit was zu tun. Fisk? Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen
und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Das ist ein gewagter Plan. Aber er hat einen dicken Knüppel auf dem Rücken. Das wird er schon hinbekommen. Er ist ja nicht so die normale Art von Händler, ne? Also ein etwas dickbäuchiger, entspannter Kerl, der hinter dem Tresen hockt. Nee, das ist da ein Banditenhändler mit einem dicken Knüppel. Der schafft das schon. Also gut, ja, dann sagen wir jetzt Bescheid, haben unseren Job erledigt. Und wenn die Wachen weg sind, prügeln wir ihn einfach nieder. Außer er will mit den Wachen mitgehen, dann haben wir ein Problem. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Genau das habe ich auch gesagt. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Es ist genau wie unten, oder? Er hat auch uns andauernd zu irgendwelchen Aufträgen geschickt. Die haben wir gemacht und danach, du bist so ein guter Helfer, dann bleibt man hier besser hier. Und genauso wie den da unten, werden wir heute den hier oben jetzt umhauen. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey! Noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Gib ihm. Ja, so ist gut. Lass dir nichts gefallen. Das gibt's doch gar nicht. Ein Schlag. Noch und wieder zu knapp. Okay, einen Degen hatte er, Heilkraut, Weidenbeere, Dietriche sind super und 5 rote Tafeln. Also eine davon ist für die Wassermagier. Eine ist für Toos und dann hätten wir noch 3 zum Verteilen, um uns irgendwo Freunde zu machen. Und vorher, bevor wir irgendwas anderes machen, weil eventuell müssen wir noch gegen eine Wache kämpfen. Ein Heiltrank. Über die Leichen rum. So, wie geht's Fisk? Gut anscheinend. Hey, du. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Das war jetzt relativ unepisch. Wo sind die 2 Wachen hin? Schade. Dachte, die könnte man auch noch plündern. Aber gut, ja, wir tappern jetzt zu. Achso, er hat die umgepolt. Auch nicht schlecht. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass er sie verprügelt, aber nö, er hat sie einfach nur bestochen. Ja, dann mach das mal. Hey, du! Können wir irgendeinem von euch mit roten Tafeln bestechen? Nein. Vielleicht erst, wenn wir das Ganze mit Toros geklärt haben. Der wird bestimmt grumpig sein, dass Esteban tot ist. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Hey, ich du! Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern.
Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Er hat uns nicht erkannt. Deswegen gab es kein privates Gespräch von früher. Sollten wir ihn darauf aufmerksam machen? Nee. Erstmal bringen wir noch mehr von seinen Leuten um. Also, es gibt Minecrawler-Probleme, hm? Das heißt, wir dürfen jetzt in die Mine und dann kann man sich nicht drauf verlassen. Da töten? Halt! Hey, solange Torus sein okay. Das heißt, wir dürfen nicht in die Mine und sollen uns um das Minecrawler-Problem kümmern. Das heißt, wir schicken da jetzt Wachen hin. Na. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Achso, wir sollen einfach nur drei neue Butler reinschicken. Wir sollen nicht die Minecrawler töten. Das ist auch eine super Lösung für das Problem. Das interessiert mich nicht. Ja, er ist auch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Huno jetzt happy ist, das erste Band tot ist, aber nein, der schmiedet einfach nur weiter vor sich hin. Hey! Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Okay. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Mhm. Danke. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Das war einfacher als gedacht, okay. Weil er wollte sich ja eigentlich ausruhen. Wobei das Ausruhen war auch nur eine Ausrede, ne? Weil er nicht zur ersten Bahn tappern wollte. Ja, Hauptsache sind jetzt wieder genug Arbeiter da und Torus lässt uns hoffentlich endlich durch. Hey. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ich brauch's dir das nicht zu fragen. Na gut. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Aber der hält aber ganz schön pumpig dafür, dass er... Was ist mit dir passiert? Oh. Das sind dann wohl die, die von den Minecrawlern getötet wurden, hm? Oh, die ist ein Teleporter. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Ja. Dann pass gut auf dich auf. Pass besser auf als die Typen, die hier überall rumliegen. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Arschloch. Also ja, Mine gehen, Minecrawler töten zum Trainieren und auch um sich hier einen besseren Ruf zu machen, damit wir eventuell doch irgendwann zu Raven vorgelassen werden. Und hier den Teleporter aktivieren. So ganz still und heimlich. So, das sollten jetzt alle Teleporter gewesen sein. Bitteschön. Kriegen wir was dafür? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. Dankeschön. Canyon Tal.
Sumpf und Banditenlager. Na, okay. Ja, genau. Also in die Mine Minecrawler töten, das sollte ja nicht allzu schlimm sein. Und dann werden wir vielleicht zu Raven vorgelassen. Und dann... Selbst so ein ganz normaler Gardist könnte uns wahrscheinlich töten. Raven wird uns einfach nur zu Staub zermahlen. Ja, mal schauen. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Oh, da unten gibt's Minecrawler. Heiltränke klingt sehr gut. Spiel auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine, aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein, ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Sketty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und, weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Und das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Also hat irgendein Dämon vielleicht den Körper übernommen? Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Was? Nein, 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 wir werden jetzt keine Lernpunkte dafür verwenden. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Wohl bekomm's. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Wenigstens der Held von einem, hm? Lass uns handeln. So. Ding, ding. Ding, 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 ding. Ding. So. Der Rest ist uninteressant. Ja. So. Dann mal runter. Also, Minecrawler klingen hier noch ganz okay. Steinwächter gehen so. Tun ganz schön weh. Und Dutzende Steinwäsche klingt absolut nicht gut. Jetzt können wir erstmal einfach mal hacken. Waschechter Butler. Ja. Ein Goldbrocken gehackt. Ich könnte dir Sachen erzählen. Das ist doch nichts Neues. Trümmerschlag. Bam. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Das habe ich früher auch gemacht. Oh. Alle sind gerannt. Übung macht den Meister. Ich war ganz allein. Das kann doch nicht wahr sein. Das war
ganz schön viel drin. Warum erfahre ich das erst jetzt? Irgendwann muss das ja so. Und alle? Mich fragt ja keiner. Ah doch, das alle. Okay. Hey, na du. Nicht zu sagen. Alles klar? Immer schön gleichmäßig. So kommst du an die dicken Nuggets. Er stellt sich das immer so einfach. Das Problem ist nur, die meisten Brocken sind jetzt besetzt von den Jungs, die wir reingeschickt haben. Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Vielleicht bringen die uns hier noch was Kleines extra bei, wenn wir uns mit dem Minecrawler gekümmert haben. Hm? Hey, du. Warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwayne hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwayne reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Kannst du mir noch was über Bloodwayne sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Ja gut. Das mit dem Hochlocken, ne? Das hättest du nicht unbedingt erwähnen sollen. Aber nein, das müssen wir ja nicht mehr. Früher war das ja doch häufig eine recht legitime Taktik für unseren Helden hier, dass er die Hilfe von anderen annimmt, ob sie wollen oder nicht. Und man einfach Gegner zu den Gegnern, zu den Wachen lockt und ähnliches. Aber jetzt Minecrawler, da sollten wir eigentlich mit klarkommen. Also selbst mit Kriegern sollten wir klarkommen.